zurückholt und sich den Einwurf holt. Das hat er gut gelöst. Schöber mit der angedeuteten Flanke, jetzt die Flanke mit links, aber die ist zu weit. Aber der Versuch wird positiv gewertet von Jovanovic. Es gibt Einwurf für die Portugiesen auf Höhe des 5-Meter-Raums. Und da kämpft sich der FC Hansa Rostock sogar einen Einwurf für sich auf Höhe des auf Höhe der 16-Meter-Linie. Und da setzt sich Dexter Lange durch, spielt den Ball zurück. Aber Luciano, wenn ich es richtig gesehen habe, kann den Ball dann rausbringen. Das war die Riesenmöglichkeit, wenn der Ball durchkommt zu Jovanovic, dann steht es hier 1:0 für Hansa. Lartey geht da zu Boden und es gibt Freistoß jetzt für Hansa Rostock aus einer gefährlichen Position. Er hat da wohl was am Kopf abbekommen. Die medizinische Abteilung ist schon auf den Beinen Richtung Spielfeld. Darf das Spielfeld ja laut Statuten erst betreten, wenn der vom Schiedsrichter dazu aufgefordert wird. Aber Lartey ist schon wieder auf den Beinen und es geht ihm scheinbar gut. So, jetzt gibt es Freistoß für den FC Hansa Rostock, knappe 18 Meter vor dem Tor. Radovan Jovanovic wird diesen Ball ausführen. Zielsicher ist er da zum Ball hingegangen, legt ihn sich hin. Das ist ja immer eine eigene Prozedur für jeden Freistoßspezialisten, wie er den Ball hinlegt. Aber der Ball geht in die Mauer und es gibt Eckball für Hansa. Den wird Mohamed Lartey treten. Und die Riesenmöglichkeit. Stefan Gusche mit dem Kopfball und auf der Linie. War es Serginho, wenn ich es richtig gesehen habe. Und Lartey jetzt erneut mit der Ecke. Wieder gefährlich rein. Aber diesmal können die Portugiesen ihn rausköpfen. Und jetzt geht es, wie eben auch beim FC Hansa Rostock, um das schnelle Umschalten. Und die Portugiesen hatten sich da schön aufgestellt, aber die Verteidigung hat aufgepasst, ist wieder aufgestellt. Jetzt der Querpass von Luisiano. Auf die Außenseite. Schöber ist war jenige, ist den Ball da unterlaufen. So gibt es Freistoß jetzt für die Portugiesen. Und Dexter Langen kann mit dem Kopf abwehren, es gibt Eckball.
Die Ecke ist zu weit und es gibt Einwurf. Auf Höhe der Grundlinie für Hansa Rostock. Trotz des Ballvorteils natürlich eine gefährliche Situation. Einwurf am eigenen Strafraum. Pelzer bringt den Ball weit raus, aber die Portugiesen sind da dicht gestaffelt. Was löst der FC Hansa auch gut mit Latay, der den Kopfball weiterleitet und der direkte Pass vorne rein auf Pannewitz. Der kann den Ball aber nicht unter Kontrolle bringen, aber Hansa setzt da weiter nach. Das Jenike, der da reingrillt. Latay über die linke Seite. Jetzt sind sie vier Mann, wo sie vielleicht was machen können, aber Latay tändelt sich fest und so ist der Ball wieder weg. Robert setzt sich da schön durch gegen zwei Mann. Der Doppelpass und der Schuss. Und Handel kann sich erstmals auszeichnen gegen Fonseca. Es war eine gut gespielt von den Portugiesen und eine gute Möglichkeit für diesen Schuss aus der zweiten Reihe. Aber Handel auf dem Posten kann den Ball sogar festhalten. Der Portugiese bleibt liegen. Trotzdem gibt es Freistoß für den deutschen Vertreter. Und jetzt muss auch erstmal die medizinische Abteilung auf den Platz für CD Firenze. Aber der Spieler steht schon wieder. Scheint alles gut zu sein bei Bamba. Trotzdem muss er mit dem Mediziner jetzt runter vom Feld. Sich zur Mittellinie begeben und dann vom Schiedsrichter Erlaubnis zum Wiederauftritt bekommen. Er wird da jetzt auch noch ganz kurz behandelt. Und jetzt darf er wieder rauf. In der Zeit gibt es Abstoß für Firenze. Hansa schön aufgepasst, da setzt er sich gegen fünf Mann durch. Und Jovanovic einmal abgetippt, direkt genommen. Das war klasse gespielt von Hansa Rostock. Erst super von Robert Müller, der sich da gegen fünf Mann durchsetzt, einfach durchläuft, den Ball hält und zurückspielt. Und dann von Jovanovic, den kurz aufnimmt und dann Volley nimmt. Klasse gespielt. Schöne Chance für Hansa Rostock. Und da gibt es wieder eine kleine Auseinandersetzung. Auch da ist der Schiedsrichter wieder da und spricht deutliche Ermahnungen aus. Das wollen wir bei einem Freundschaftsspiel natürlich nicht sehen. Portugiese beschwert sich dann noch. Stefan Gusche lässt sie da nicht beeindrucken. Es gibt Freistoß für Hansa Rostock.